Theo Wehner, Professor Theo Wehner, der heute auch hier ist, mal eine Veranstaltung an der Seniorenuniversität machen über das bedingungslose Grundeinkommen. Und da kamen wir dann im Gespräch mit den Teilnehmenden an einen Punkt, wo sie sagten, okay, ja, wir verstehen, das wäre eine gute Art, die Gesellschaft zu organisieren, aber die Menschen sind überfordert. Der heutige Mensch, der kann das gar nicht. Der würde sich vielleicht einmal dahin entwickeln, aber der heutige Mensch, der wäre mit dem bedingungslosen Grundeinkommen überfordert. Wie denkst du darüber? Ich finde, ich bin noch ganz beeindruckt von dem, was Sie gesagt haben. Ich komme, und eigentlich haben Sie es auch schon beantwortet. Und darauf kann man so ganz viel sagen. Also jeder von Ihnen wird darauf was sagen können. Ich greife jetzt mal das auf. Wir haben diesen Finanzwahnsinn. Kein Mensch versteht irgendwas davon. Das ist das, was es teuflisch macht. Wir haben unglaublich viele Dinge, die wir gar nicht verstehen. Und unglaublich viele Nöte, die wir gar nicht ernst nehmen. Unglaublich vieles, was Arbeit geworden ist und immer mehr wird, was man immer noch als Nebensache sieht. Wenn man mal so dahin guckt, was einen wirklich beschäftigt, das verschiebt sich ja. Und das werden immer mehr Fragen, die auch mit Seelischem zu tun haben, mit Partnerschaft, mit Beziehung, Sinnfrage, Identitätsfragen und so weiter. Also dieser Riesenbereich der Arbeit, das möchte ich nur nochmal sagen, dieser riesige Bereich einer Entwicklung in dem, was die menschlichen Aufgaben sind. Und wenn man jetzt von diesem Zutrauen und dass die Menschen nicht reif wären, spricht, das kommt mir dann vor wie 2000 Jahre alt. Das kommt mir so dermaßen weit weg vor von der Realität. Und es gibt ja immer die gute Gegenfrage, trauen Sie sich denn was zu? Und dann sagt jeder, ja klar, ich weiß. Also die Zutrauensfrage ist, glaube ich, ganz anders interessant, dass man nämlich sagt, eine Gesellschaft lebt vom Zutrauen und vom Vertrauen. Wenn man sich die Schweiz anguckt oder Deutschland, das, was Lebensqualität ausmacht, was Wohlstand ausmacht, das ist alles nicht aus Missgunst und nicht aus Zwang und nicht gedrückt, das ist alles Initiative. Und wenn die Menschen nicht initiativ wären und aus Freude an der Sache arbeiten, dann hätten wir das gar nicht. Das heißt, gerade unsere Gesellschaften sind das beste Beispiel dafür, dass Fortschritt und Wohlstand und Lebensqualität natürlich aus den Menschen kommt. Und dieses Zutrauen, dass die Menschen, also oder zu sagen, die Menschen sind nicht reif, trifft einen Punkt, der mir immer sehr wichtig ist, dass man das auch im Bewusstsein hat. Das, was sozusagen das alte Denken ist, das ist, dass man ein wasserdichtes Modell aufstellt und dann wartet man darauf, bis der König den Knopf drückt für das eigene Modell und dann ist alles anders. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist eben so, dass in der Diskussion darüber, in der Art, wie man merkt, man kann Dinge mal ganz anders denken, zum Beispiel über sich, über seine Feinde, über die Gesellschaft, dass im Zuge dieser Diskussion, die wir jetzt in der Schweiz eben mal so auf einer richtigen Ebene starten, im Zuge dieser Diskussion verändern sich ganz viele Dinge. Und das Grundeinkommen als Geld ist dann das Letzte, was kommt, wenn die Menschen reif genug sind, weil sie lange genug darüber nachgedacht haben und sich schon ganz viele andere Dinge auch ändern im Zuge dieser Diskussion. Und man mal zum Beispiel nochmal merkt, wie wesentlich es ist, wie man selber denkt und wie man die Dinge anschaut und dann auch anders tut. Also diese Sache, die Menschen sind nicht reif, heißt eigentlich nur, dann wird es aber ganz höchste Zeit, dass wir über das Grundeinkommen sprechen. Denn sonst werden sie ja nie reif.